geben wir noch ein bisschen Mark dabei Mac und jetzt ist es draußen Overwatch, das Game, das alle gewartet haben, was auf der ganzen Welt Statuen hat mit irgendwelchen Tracer und weiß nicht was und der Hype ist riesengroß da und jetzt ist das Spiel endlich da und Kritiker auf der ganzen Welt sagen, es ist ein unglaublich gutes Game, bla bla bla. 91er Bewertung bei Metacritic, IGN hat sogar 94 und. Aber ist das Spiel wirklich so gut, wie es die Kritiker sagen? Ich meine, ich spiele es in der Closed Beta und ich kann sagen, nein. Aus meiner Sicht her ist es nicht so gut. Und ich kann auch sagen, warum das so ist. Ist relativ einfach. Das Spiel ist auf eine Art noch gar nicht fertig. Du hast relativ wenig Content, du hast 3 Spielmodi, du hast ein paar Helden, es sollte auch noch Helden kommen. Und das mit einer 91er Bewertung zu belohnen, das ist einfach too much. Weil schlussendlich bietet das Spiel nicht viel mehr als zum Beispiel Rainbow Six Siege, wo irgendwie um die 70er Bewertung hat. Also ich checke nicht mehr, wie die Kritiker auf die Bewertung kommen. Spiel, du mich falsch verstehst, das Spiel, das ist gut, das macht auch Spass, macht extrem enorm Spass. Aber es bietet zu wenig für den Preis, was kostet, um so eine Bewertung zu bekommen. Ich meine, 91 Bewertung, das ist Final Fantasy Niveau, das ist The Witcher, das ist Fallout 4 und. Ich finde, es bietet nicht so viel, wo schlicht und einfach, es ist nur ein Multiplayer-Spiel. Ein Multiplayer-Spiel, das einfach auch noch nicht die Tiefe hat, es hat noch keinen Ranked-Modus und. Vielleicht in einem Jahr könnte es die Bewertung haben, aber aus meiner Sicht, momentan ist es etwa auf einem, ja, einem guten 80er, also Max 1,82 Maximum. Weil es wird relativ schnell. Es ist zwar lustig und alles und möglich, aber ich habe zwar ESL gespielt mit ein paar Leuten und competitive gesehen. Ja, es hat noch gar nicht keinen Season-Modus, es hat keinen Ranked-Modus. Es ist auch noch, wie ich finde, noch nicht richtig perfekt balanciert. Es ist gut balanciert, aber noch nicht perfekt. Ich finde zum Beispiel Mercy ist zu stark. Als Team bist du fast gezwungen, einer muss so eine Mercy spielen, wie ich schon angekündigt habe in meinen Videos vorher. Einer muss so eine Mercy spielen, weil sonst hast du eh keine Chance, weil die Mercy mit ihrem Ultimate kann das ganze Team wieder beleben. Und ich finde, die spielt sich relativ beschissen. Viele von meinen Jungs sagen, oh, die ist relativ langweilig zu spielen, obwohl sie Schweizerin ist. Und solche Sachen nerven einfach noch. Genau gleich wie im Hansa, sein ultimativ viel noch zu breit ist. Ich finde, den könnte man noch ein bisschen schmäler machen. Das würde das Spiel besser machen. Aber die eine Sache, das andere ist einfach, dass ich finde, dass die Kritiker wahrscheinlich ein bisschen für Franken gezahlt haben. Einfach too much. Sie hat eine 91er Bewertung, hat das Spiel niemals verdient. Niemals. Es ist ein geiles Spiel, es macht Spass, aber es hat einfach nicht den Tiefgang wie andere Spiele. Gut ist, dass es nicht Free-to-Play ist. Immerhin die Skins und das Geschmäus kannst du alles erspielen, musst nicht kaufen, kannst kaufen, musst nicht kaufen. Immerhin das, kannst du so Lootboxen, kannst du posten. Und ja, was kann ich dazu sagen? Es würde mich noch wundern, was dir sagen. Findet ihr Kritiker mal voll recht 91 best game ever, whatever? Oder finden sie drei der Meinung, ja, da muss noch etwas kommen. Ich finde auch zum Beispiel mehr Modi wäre cool. Ein Helden braucht jetzt nicht unbedingt mehr, aber mehr Modi, so Capture the Flag oder so. Dass ich warte einfach noch auf mehr Maps, auf mehr Content für diesen Preis. Weil immerhin zahlt man 50 Stutz für das Spiel. Und für 50 Stutz haben wir irgendwie ein paar Karten. Und zwar genug Helden, aber wir haben keinen Singleplayer-Modus. Gut, den brauche ich nicht unbedingt, das ist ein Multiplayer. Aber wir haben sonst eigentlich nicht wirklich viel. Und was kannst du machen? Du kannst gegen Bots spielen oder du kannst online spielen. Mit deinen Leuten oder mit Randoms zusammen. Und that's it. Und für mich sind das nicht 91%. Niemals. Ah. Ohne wenn es Blizzard ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oben rechts könnt ihr abonnieren. Euer Marc, euer BMAC.